Meine Entscheidung ist sehr akademisch motiviert. Ich gehe an die Stanford University, was ja eine sehr akademisch sehr renommierte Universität ist. Und ich plane dort auch 4 Jahre zu studieren und einen Abschluss zu bewerben. Hast du schon Vorbereitungen, die du jetzt machst aufs College? Ich habe jetzt gerade einen Online-Kurs, also akademisch und sonst basketballerisch bin ich natürlich am Ball geblieben seit der Saison. Im wahrsten Sinne des Wortes. Es stand mal Biomedizin, glaube ich, im Raum oder Chemie. Was ist es am Ende geworden? Richtig, Biochemie. Also mein Major, also mein Abschlussfach ist Bioengineering, ist mein Ziel. Aber das ist in Amerika hat man die ersten 2 Jahre Zeit, sich zu entscheiden, in welchem Fach man Abschluss machen will und kann dann praktisch nach dem 2. Jahr muss man sich festlegen. Wie kommt das, dass du so einen Fokus auch aufs Akademische legst? Habe ich schon immer gehabt. Meine Eltern haben mich sehr dazu hin erzogen, immer ein zweites Standbein zu haben. Mein Papa war auch professioneller Sportler, hat immer betont, wie wichtig es war, oder wie wichtig es bei ihm auch war, einen akademischen Hintergrund zu haben, was zu haben, falls die Sportlerkarriere mal abrupt endet, was immer passieren kann. Und das habe ich einfach so von Anfang an übernommen. Jetzt ist natürlich so ein Umzug auch in die USA mit viel verbunden, vielen neuen Eindrücken. Hast du dich da jetzt schon drauf vorbereitet? Wie sieht's aus? Hast du schon deine Sachen gepackt oder kommt das nach der WM? Das kommt alles nach der WM. Das war alles noch sehr, sehr weit weg in meinem Kopf, weil ich noch so viele andere Sachen zu tun hatte. Und ich glaube, ich werde dort eigentlich das meiste, werde mich dort zurechtfinden und dort alles organisieren dann. Was ist das Wichtigste, was du mit ins Gepäck nimmst? AST-Medaille oder was? Basketballschuhe. Du bist in der NBBL-Saison, bist du MVP geworden, bist bester Verteidiger geworden. Was bedeuten dir, auch wenn du immer gerne aufs Team auch schaust, solche Auszeichnungen? Ja, es ist schade, dass wir leider nicht den ersten Platz gemacht haben in der NBBL. Nichtsdestotrotz finde ich, dass wir als Mannschaft und auch als unser Verein eine sehr starke Saison gespielt haben. Und diese beiden Nominierungen sind ja, das i-Tüpfelchen obendrauf auf einer insgesamt sehr gelungenen Saison, finde ich. Du wirst auch häufig als Glue Guy, also als einer, der das Team zusammenhält, bezeichnet. Kannst du dich mit der Rolle anfreunden? Wie ist das entstanden? Hast du dich da besonders drauf fokussiert oder wie ist das? Es ist eine Rolle, die ich gerne übernehme. Ich stelle da auch gerne mich persönlich ein bisschen in den Hintergrund, schaue, dass es fürs Team gut läuft. Und ich denke, nachdem ich wie mehrere Spieler bei uns in der Mannschaft auch sehr vielseitig bin, kann ich diese Rolle sehr gut füllen. Und ich versuche einfach immer dem Team zu geben, was es gerade braucht. 2016 warst du das erste Mal, wenn ich das richtig gesehen habe, bei der Nationalmannschaft mit dabei, hier bei den Jungs. Die anderen sind schon etwas länger zusammengewachsen. Die waren ja schon beim Nordseecup beispielsweise dabei. Wie einfach war es da, in dieses Team reinzufinden? War das ein Problem oder ging das schnell? Das ging eigentlich relativ schnell. Wir hatten ja, also es war vor dem AST, da hatten wir eine Woche Lehrgang, glaube ich, oder anderthalb. Und in diesen wenigen Tagen habe ich mich eigentlich sehr schnell eingefunden. Die Jungs sind alle klasse Charaktere, sind alle nett drauf und haben mich auch sehr schnell eingegliedert. Wie würdest du das Team beschreiben? Puh. Spaßige Truppe auf jeden Fall. Alle witzig, jeder für einen guten Witz zu haben jederzeit. Und was Basketball angeht, also wenn es ernst wird, sind aber auf jeden Fall alle immer sehr fokussiert, sehr mit Leidenschaft und Herz dabei. Und ich glaube, dass das wirklich eine unserer großen Stärken ist. Das konnte ich auf jeden Fall bestätigen. Auch beim Ausflug wurden viele Späße gemacht. Wer ist so der größte Spaßvogel im Team, kann man das sagen? Ich würde sagen, Isaac. Wahrscheinlich. Dem auch nachgesagt wird, dass er der DJ im Team ist. Trifft er immer den richtigen Ton oder würdest du dir manchmal auch andere Musik vielleicht wünschen? Isaac hat einen ganz guten Musikgeschmack, muss ich sagen. Eher bei den anderen Jungs, wenn die Musik anmachen, bin ich nicht so von überzeugt meistens, aber macht nichts, ich tue meine Kopfhörer rein und dann höre ich meine Musik, also das ist kein Problem. Wie würdest du deine Rolle im Team beschreiben? Wie du gesagt hast, Glue Guy, einer, der die Jungs zusammenbringt, einer, ich will Energie für die Mannschaft aufs Feld bringen, ich will immer der Mannschaft das geben, was sie gerade braucht, seien es Punkte, seien es Rebounds, seien es Assists, seien es Steals, seien es irgendwelche Hustle-Plays, die im Scouting nicht auftauchen. Also ich will immer dem Team das Beste geben, um zu gewinnen. Die ersten Tage sind bei dieser Weltmeisterschaft um. Wie gefällt es dir hier? Was hast du bislang schon alles erlebt? Es gefällt mir riesig. Es ist eine super tolle Erfahrung, hier dabei zu sein als erste Mannschaft seit 30 Jahren.
sich qualifiziert zu haben für die Weltmeisterschaft. Vom Basketballerischen her ist es sehr anspruchsvoll. Das Level ist sehr hoch, die Teams sind alle bereit. Ich finde, im Vergleich zur Europameisterschaft ist es auf jeden Fall noch mal eine Ebene höher, weil die Teams hier alle so präsent sind, alle wollen gewinnen. Und deswegen, was die Competition angeht, ist hier auf jeden Fall eines der höchsten Niveaus, was ich in meinem Leben gespielt habe bis jetzt.